Und dann kam das häufig vor, dass mein Vater zum Regal ging und da irgendwas Witziges aus der Weltliteratur oder so. Aber nicht so aufgesetzt. Ja, es war also nie so diese Pose, guck mal, der große Goethe oder so. Also ob wir über Goethe geredet haben oder über Tim und Struppi, ja, das machte da bildungsmäßig keinen großen Unterschied. Und ich muss sagen, was mich sehr gefreut hat, Dennis Scheck hat ja gerade den Kanon der 100 größten Werke der Weltliteratur zusammengesucht. Ja. Was kommt darin vor? Tim und Struppi. Und er hat vollständig recht. Wer bin ich, um Richard David Brecht zu widersprechen? Willkommen zu einer weiteren Runde Sapristi. Bei seinem Erscheinen als Gesamtband des belgischen Verlags Castermont war der Fall Beanlein ein durchschlagender Erfolg. Die spannende Geschichte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges kam gut an. Hergé hatte zur selben Zeit einen Artikel gelesen, in dem darüber berichtet wurde, dass es zwischen Ostafrika und Saudi-Arabien einen geheimen Sklavenmarkt gibt. Ein Motiv, das 23 Jahre später deutlich weniger erfolgreich von dem Richard Fleischer-Film Ashanti aufgegriffen wurde. In der Tat gab es unzählige Fälle von moderner Sklaverei in den 50ern, 60ern und auch darüber hinaus, häufig im Zuge lokaler Konflikte wie dem Bürgerkrieg im Sudan, wo zwischen 1983 und 2005 möglicherweise über 100.000 Menschen in die Sklaverei verschleppt wurden. Die Drahtzieher dieser Praktiken waren viele Jahre Saudis. Und ich würde nicht behaupten, dass dieses Thema heute vollständig der Vergangenheit angehört. Für Hergé stand fest, dass dies eine perfekte Herausforderung für Tintin war, den Sklaventreibern den Krieg anzusagen. Dies waren äußerst erfolgreiche Jahre. Das erkennt man daran, dass Raymond Leblanc sich in dieser Zeit in der Nähe des Gare du Midi ein stattliches Firmengebäude bauen ließ, das 1957 eingeweiht wurde. Hier befanden sich fortan die neuen Räumlichkeiten des Tintin-Magazins, seiner Filmproduktionsgesellschaft Belle Vision, seiner Werbeagentur PubliArt sowie das Verlagshaus Edition du Lombard. Auf dem Dach wurde sogar eine riesige Neonabbildung von Tim und Struppi angebracht, die sich auch noch drehte und nachts über dem Viertel leuchtete. Das kann man guten Gewissens als glorreiche Zeiten bezeichnen. Übrigens verkaufte der Castermont Verlag in dieser Zeit im Schnitt knapp über 1 Million Tim und Struppi Bände jährlich. Das war also inzwischen eine richtige Industrie, die allein durch Hergé existierte. In dieser Zeit fällt auch ein Umzug des gesamten Studios erneut. Sie waren noch gar nicht so lange in der 5. Etage der Avenue Louise Nummer 194. Ich habe leider nie erfahren, was der Grund dafür war, aber es hatte vielleicht etwas mit dem Gebäude zu tun. Hergé machte sich sogleich auf die Suche nach einem vergleichbaren Standort und fand diesen nur 32 Hausnummern weiter, so dass es ein sehr schneller Umzug war, sozusagen ein paar hundert Meter weiter in derselben Straße, diesmal im 3. Stockwerk. Im Januar 1957 machten die Verleger Raymond Leblanc und Georges Dargaud Hergé darauf aufmerksam, dass in Frankreich gegen das Tintin-Magazin eine Verleumdungskampagne lief. Hier wurde alter Wein in neuen Schläuchen präsentiert. Noch immer gab es politische und ideologische Kräfte, die Comics als eine Ausgeburt der Verderbtheit und Gewalt an die Kandare nehmen wollten. Das Ziel der Attacken war allerdings nicht Tim und Struppi, sondern vielmehr Blake and Mortimer von Edgar Pierre Jacobs. Hergé war von dieser Angriffswelle sichtlich überrascht, da gerade das Tintin-Magazin verglichen mit anderen Heften noch relativ harmlos war.
Sicherlich stellte sich eine gewisse Beunruhigung in Hergés Leben ein, als ihm zu Ohren kam, dass ein gewisser Paul Vendôme eine Biografie über ihn schreibt. Nach den zermürbenden Erfahrungen der Nachkriegszeit, nach all der Häme in der Presse, war Hergé extrem sensibel bei diesem Thema, geradezu paranoide. Da war natürlich auch seine Eitelkeit, die ihn wohl kitzelte, denn die Idee, jemand schreibe seine Biografie, die wird ihm gefallen haben. Aber was ist, wenn es sich um eine weitere Attacke handelt? Welche Mittel hatte er, um das zu unterbinden? Eine schnelle Recherche verschaffte ein wenig Aufklärung. Es erschien unwahrscheinlich, dass der Hergé, bis dahin unbekannte Paul Vendôme, gegen ihn eine Art Axt geschliffen hatte. Er hatte bereits mehrere Biografien geschrieben, zwei davon über Robert Brasillach und Pierre Druet-La Rochelle, der eine ein offensichtlicher Nazi-Sympathisant und der andere ein verfemter Kollaborateur, was für Hergé erstmal keine große Beruhigung darstellte, aber er schmökerte in die Bücher von Vendôme rein und empfand zumindest, dass hier scheinbar kein Hatchet-Job geplant war, also kein Charaktermord. Hergé und Vendôme nahmen sogleich Kontakt auf und für Hergé stand wohl fest, dass er versuchen wollte, so gut wie möglich Einfluss auf den Autor zu nehmen, obwohl man gestehen muss, dass er ihn nicht explizit zensierte, sondern nach der Lektüre der ersten 40 Seiten lediglich eine Liste aus Anmerkungen und Bedenken präsentierte. Das war natürlich 20 Jahre später mit dem Buch von Numa Sadoul, Tintin et moi, Entretien avec Hergé, ganz anders. Da löste Hergé eine ganze Orgie aus Verbesserungen, Änderungen und Umschreibungen aus, da er sich gegenüber Sadoul und seinem Tonbandgerät als zu gesprächig gezeigt hatte und nach einigen Wochen in Panik verfiel, zu viel gesagt und zu viel mitgeteilt zu haben. Die anfängliche Paranoia erwies sich als unbegründet, denn Paul Vendôme schrieb gar nicht so sehr eine detaillierte Biografie über Hergés Leben, als mehr eine Monographie über seine Schöpfung. Das Buch sollte schließlich den Titel Le Monde de Tintin, die Welt des Tintin, tragen. Hergé konnte also durchaus aufatmen. Doch dem namhaften Verlag Gallimard gefiel das nicht so sehr und die Verleger forderten mindestens 3 eingeschobene Kapitel, die ausschließlich auf Hergés persönliche Biografie eingehen sollten. Dabei stieß Vendôme allerdings auf Granit, denn Hergé war, was die dunklen Jahre betraf, alles andere als mitteilsam. Das Problem mit Vendômes Biografie liegt natürlich darin, dass hier das Kind mit dem Bart ausgeschüttet wurde. Das lag vor allem daran, dass Gallimard bei dieser Biografiereihe, in die sich dieses Buch eingliedern würde, einen professionellen Vorwortschreiber anheuerte, ein Verfasser namens Roger Nimier, der auf wenigen Seiten eine knackige Einleitung schrieb. Diese Einführung stürzte sich in eine Orgie des Lobes, verglich Hergé und Tintin mit Hemingway, mit Simenon, mit Alfred Hitchcock und evozierte sogar Émile Zola für seine Vergleiche. Diese Euphorie hing vielleicht damit zusammen, dass ein Jahr zuvor die berühmte Novellistin Marguerite Duras in der Zeitschrift France Observateur schrieb, dass Tintin nun ein internationales Kulturgut geworden ist und ein Universum für sich darstellt, mit dem sich jeder Jugendliche rund um die Welt identifizieren kann. Und die reißerische Paris Match, die Hergé später in die Juwelen der Sängerin auf die Schippe nehmen würde, tönte sogar in einer Überschrift der Belgier, der Walt Disney verschreckt hatte. Hergé konnte dann nur schwer schlucken, mochte seine anfängliche Panik damit zusammenhängen, dass er fürchtete, man wollte ihn in einer Biografie verreißen, kippte nun die Wahrnehmung für ihn um und er fand, dass man ihn so der Lächerlichkeit preisgab. Er sah Tintin einfach nicht in der literarischen Kragenweite eines Émile Zola, was man nun wirklich verstehen kann. Er setzte Gallimard richtig unter Druck, indem er deutlich machte, dass er die Genehmigung, seine Zeichnungen im Buch zu verwenden, komplett zurückziehen würde, wenn dieses schleimige Vorwort gedruckt wird. Der Verlag knickte ein, doch das Ganze blieb eine pannenreiche Erfahrung für Hergé. Als er nach dem Druck entdeckt hatte, dass der Verlag auf die Titelseite drucken ließ mit Illustrationen von Hergé, platzte ihm der Kragen. Er hatte zusammen mit Vendôme eine begrenzte Anzahl an Illustrationen für das Buch ausgewählt, das schon, doch er fand, dass mit Illustrationen von Hergé ein fälschliches Marketing war, das ihn stärker mit dem Buch assoziieren sollte, als es ihm angenehm war. Er hatte mit großem Nachdruck darauf bestanden, dass dieser Satz in allen nachfolgenden Auflagen gestrichen wurde. Pierre Assoulin stellt fest, dass Vendômes Buch Hergé erstmal sehr peinlich war, weil es die ganze Zeit aussah, als würde der Verfasser versuchen, unentwegt seinen Hintern zu liebkosen. Doch nachdem der Staub sich legte und Hergé durch einige Buchhandlungen streifte und dort überall das Buch sah, packte ihn doch auch eine stolze Eitelkeit. Assoulin schreibt,
Am meisten freute Hergé, dass die Sache nicht seine eigene Idee war und dass jemand anderer damit kam. Im Studio Hergé arbeitete stets mindestens ein halbes Dutzend Koloristinnen. Der Job war sicherlich kein großes Karrieresprungbrett, da das eigentliche Zeichnen von Comics zu jedem Zeitpunkt eine tief männliche Domäne war. So verwundert es nicht, dass viele Frauen nur auf Zeit als Koloristinnen gearbeitet haben. Den Schlussstrich zog dann das Bündnis der Ehe. So auch bei Monique Laurent, die in 1955 ihre Kündigung einreichte, um eine Ehefrau zu werden. An ihrer Stelle wurde am 1. Juli 1955 die 21-jährige Fanny Vlaminck eingestellt. Allerdings muss ich anmerken, dass dieses Datum von Philippe Godin in seiner Hergé-Trilogie festgehalten wurde. Nach Pierre Azulin kam Fanny im Juni 1956 zum Team dazu, also 11 Monate später. An dieser Stelle widersprechen sich die beiden Biografien. Für uns an dieser Stelle ist dieser Punkt aber unerheblich. Interessant ist, dass dieser Sachverhalt einen entscheidenden Schicksalsknoten in der Hergé-Biografie darstellt, mit weitreichenden Konsequenzen, die sogar bis in die Gegenwart reichen und letztendlich auch mich berühren, der nun jetzt hier in diesem Augenblick dieses Video aufnimmt, ob ihr es nun glaubt oder nicht. Dass Hergé sehr zuvorkommend gegenüber Fanny Vlaminck auftrat, wird vermutlich den meisten im Studio schnell aufgefallen sein. Doch nicht jeder wird damit gerechnet haben, dass die junge Koloristin diese Avancen erwidern würde. Und obwohl es viele Monate, eigentlich im Grunde 2 Jahre, dauerte, bis die eine Sache zur anderen führte, war das Ergebnis unabwendbar. Man rechnete mit einer weiteren Affäre. Es wäre nicht die erste gewesen. In diesen Monaten wurde Hergé 50 Jahre alt und Fanny war 27 Jahre jünger. Doch schon bald wurde deutlich, dass da mehr als nur eine Affäre dahinter steckte. Hergés Ehe mit Germain Quiquens lief inzwischen auf dem Zahnfleisch. Am 19. Juli 1957 feierten die beiden im Kreise ihrer Familien ihren 25. Hochzeitstag in einer eher frostigen, gedrückten Stimmung. Augenscheinlich war das mehr Show für die restliche Familie. Ich kann mir vorstellen, dass es im Umfeld von Hergé einige Leute gab, die ihn wegen der ganzen Sache mit Fanny als ein ziemliches Scheusal ansahen. Sicherlich hat der Sache nicht geholfen, dass Hergé 5 Jahre zuvor diesen Autounfall verursacht hatte, bei dem er zwar nur kleine Kratzer davon trug, Germain aber eine schwere Beinverletzung erlitt. Die Genesung dauerte viele Monate und kostete viele Operationen, da das Bein mehrfach zerschmettert war. Und so richtig heil wurde das nie und Germain hinkte seitdem. Doch Hergé nahm sein immer tiefer werdendes Verhältnis mit Fanny nicht unbedingt auf die leichte Schulter. Er verzweifelte daran, denn obwohl er Fanny liebte, empfand er sein eigenes Verhalten als einen Bruch mit allen Idealen seiner Boy Scout-Ehre. Dies war eben nicht irgendein Affärchen, bei dem er sich ausreden konnte, dass die Sache nichts zu bedeuten habe, wie er es zuvor bereits getan hatte. Er wusste, dass das hier ernst war und Konsequenzen haben würde. Ich möchte an dieser Stelle keine Bewertung vornehmen. Es ist die älteste Geschichte der Welt. Es ist legitim zu sagen, dass Hergé eine miese Nummer abgezogen hat, während er sich in gefühlsduselige Ausreden verwickelte. Doch umgekehrt könnte man wie immer argumentieren, dass monogame Ehen auf lange Sicht nicht lebbar sind. Hier also eine Position zu beziehen, fiele mir nicht ein. Das soll jeder von euch für sich tun. Am 31. Oktober 1956, 8 Monate nach der Veröffentlichung von Der Fall Bienlein, begann im Tintin-Magazin das 19. Abenteuer des rasenden Reporters zu erscheinen. Kohle an Bord beginnt augenzwinkern mit den Worten „Das Ende“. Tintin und Haddock sitzen im Kino und sehen sich einen Western an. Allein das lässt vermuten, dass das hier ein verdammt cooler, visuell reizvoller Comicband sein wird. In der Originalversion, die im gewohnten Wochentakt im Tintin-Magazin erschien, ist dieser Kunstgriff leider nicht vorhanden, da die Geschichte hier mit einer extra Bilderzeile beginnt, die später für den Castamar-Band gestrichen wurde. Hier beginnt die Story mit Fridolin Kiesewetter, der im Schloss Mühlenhof anruft und nur Nestor an den Apparat kriegt. Der Butler lässt ihn wissen, dass Haddock in die Stadt gefahren ist, um ins Kino zu gehen. Und dann kommt die Tafel mit der Filmleinwand und der Aufschrift „Das Ende“. Da muss man zugeben, dass die Streichung eine gute Idee war. Ich halte Kohle an Bord für einen großartigen Tintin-Band, der durch eine Reihe an interessanten Details auffällt. Erstens, die Zeichnungen sind großartig, sublim, erhaben geradezu. Hergé und sein Team sind hier auf dem Höhepunkt ihres kreativen Potenzials und liefern eine visuelle Augenweide ab. Das zeichnende Team ist die Crème de la Crème. Hergé, Bob Demore, Jacques Martin und Roger Leloup teilen sich die Aufgaben und setzen dabei erneut auf ihre individuellen Eignungen.
Gerade Roger Leloup hat hier viel zu tun, denn in dieser Geschichte kommen sehr viele Flugzeuge vor und er ist der Mann für die Luftfahrt im Team. Hergé ist auch deutlich weniger verbissen, was die Handlung betrifft. Er schreibt ein 15-seitiges Exposé, das er seinen Kollegen gibt. Jeder der anderen Zeichner greift Teile der Handlung auf und entwickelt sie nach seinem eigenen Gusto. Die Tatsache, dass Hergé hier seine rigorose Kontrolle aufweicht und so viel Input zulässt, ist ein gutes Zeichen dafür, dass die stark neurotischen Kapitel seines Lebens langsam vorüber sind. Diese Methode ist vielleicht nicht die beste, um eine tolle Geschichte abzuliefern, doch am Ende ist Kohle an Bord eine solide Story, die zu keinem Zeitpunkt langweilig wird. Umgekehrt vergisst Hergé nicht, auch ruhige Augenblicke einzubauen, um das ständig wachsende Drama auch ein wenig zu erden. Wie so oft bei Tintin findet das erste Viertel der Geschichte in den Straßen von Brüssel statt, bevor unsere Protagonisten in die weite Welt fliegen. Nach dem Umzug von Bosphor war das Stadtzentrum lediglich einen Spaziergang entfernt und so begab sich Hergé in diesen Tagen mit Stift und Papierblock in die Straßen von Brüssel und machte Skizzen. Hergé hatte nicht vergessen, wie charmant es war, für den Fall Bienlein in Genf nach Locations zu suchen, diese zu zeichnen und zu fotografieren und welche zusätzliche Authentizität dies den Geschichten verlieh. Auch diesmal wollte er es ähnlich machen. Und so begab er sich zusammen mit Bob Demore für mehrere Tage auf eine Schiffsreise. Doch nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern an Bord eines Frachters Rhein Astrid unterwegs von den Antwerpen nach Göteborg. Die beiden Künstler hatten einen unerschöpflichen Vorrat an Bleistiften, Papier und Radiergummis dabei. Hergé besaß eine Viewmaster-Kamera, einen 35mm Fotoapparat, der 1952 auf den Markt gekommen war und ihm mittels eines Doppelobjektivs erlaubte, Fotos in 3D zu schießen. Auf diese Weise konnte er den anderen Grafikern im Büro nicht nur Skizzen und übliche Fotos übergeben, sondern eben 3D-Aufnahmen des Schiffsdecks. Bob Demore hatte noch viele Jahrzehnte später diese Begebenheit als eines der amüsantesten Kapitel seiner Zusammenarbeit und letztendlich auch Freundschaft mit Hergé beschrieben, der hier endlich unverklemmt und gut gelaunt an Bord kam. Dies waren also vier wunderbare Tage voller Humor und vermutlich manch einer Weinflasche, die da geleert wurde. Doch die beiden kamen nicht mit leeren Händen zurück und ihre Vorarbeit bildet die Basis für den Hauptschauplatz dieser Geschichte, das Sklavenschiff Ramona. Zugleich hat Kohle an Bord eine geradezu seltsame Besonderheit. Diese 19. Geschichte ähnelt einer Werkschau, die Hergé hier mit seinem Material veranstaltet. Dies ist am deutlichsten sichtbar an der Rekordzahl an Begegnungen mit bereits bekannten Figuren aus älteren Bänden. Hier jagt ein Wiedersehen das andere und es mutet fast an, als ob Hergé hier seinen jungen Konkurrenten in der Comic-Szene sagen möchte: Ich kann das machen, ihr nicht. Denn ihr seid Neulinge, doch ich baue dieses Universum seit fast 30 Jahren auf und nun kann ich richtig aus den Vollen schöpfen. Hergé erklärte später, er sei schon immer von Balzacs Comédie Humaine inspiriert gewesen, einem Zyklus, der rund 40 Romane und Erzählungen beinhaltet und dessen Protagonisten und Antagonisten häufig in verschiedenen Bänden auftauchen. So begegnen wir bereits auf der zweiten Seite General Alcazar nach dem Arumbaya-Fetisch und 7 Kristallkugeln zum dritten Mal. Der missratene Ölprinz Abdallah hat ein Comeback mit all seiner unbändig wahren Energie. Sein Vater Ben Kalisch Esab schickt ihn zu Haddock auf Schloss Mühlenhof samt einem grimmig blickenden Hofstaat, um so sicher vor den aktuellen Ereignissen in seiner Heimat zu sein. Das unerfreuliche Kind geht Tim und Struppi so sehr auf die Nerven, dass die beiden lieber aufbrechen und nach Arabien gehen, um sich in den dortigen Bürgerkrieg einzumischen. Noch in Brüssel erleben wir einen wahrhaftig überraschenden Auftritt, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Dawson, der ehemalige Chef der internationalen Polizei in Shanghai, taucht hier auf, inzwischen als Privatier, der General Alcazar dabei verhilft, einen Waffenhandel abzuwickeln. Hier greift Hergé auf eine Gestalt aus Der blaue Lotus zurück, also aus einer sehr, sehr frühen Tintin-Phase. Auf diese Weise haben wir eine dritte Begegnung mit Dr. Müller, der unter dem Decknamen Mul Pasha noch immer für Bab LR arbeitet, den Erzrivalen von Ben Kalisch Esab. Kohle an Bord ist vollgepackt mit Abenteuer und so erleben wir nicht nur Wüstenschauplätze. Ein zentraler Teil der Geschichte führt uns ans Meer, genauer das Rote Meer. Im englischsprachigen Raum tat man sich mit dem Original Coquin Stock recht schwer, weshalb der Band dort Red Sea Sharks heißt.
Hier begegnen wir Marquis de Gorgonzola, der an Bord seiner dekadenten Yacht Scheherazade eine Kostümparty für Reiche veranstaltet. Schon bald stellt sich heraus, dass Marquis de Gorgonzola in Wirklichkeit Rasta Populus ist, Tims Erzfeind. So wird er von den Fans zumeist stilisiert, als so eine Art Dr. Moriarty zu unserem jungen Sherlock Holmes. Doch auch Rasta Populus haben wir zum letzten Mal in der Blaue Lotus gesehen und davor in Zigarren des Pharaos. Die Präsenz einer Luxusjacht ist natürlich eine zu dankbare Möglichkeit, die Krakeelen der Bianca Castafiore ins Spiel zu bringen. Gerade bei Castafiore wie auch bei Dawson wird jedoch deutlich, dass diese Cameos nicht einfach nur aus Jux in die Geschichte platziert wurden. Diese Begegnungen haben eine Relevanz für den Fortgang der Handlung. Und schließlich, der Kapitän des Sklavenfrachters Ramona entpuppt sich als der schurkische Alan Thompson, der in Die Krabbe mit den goldenen Scheren Kapitän Haddocks erster Offizier war. Alan scheint menschlich inzwischen noch viel tiefer gesunken zu sein und betätigt sich als Mittelsmann für reiche arabische Scheichs, die von Rasta Populus gefangene afrikanische Sklaven einkaufen. Nach ausführlichen Ermittlungen in Brüssel geht die Reise erneut in das Emirat von Kemet, wo jedoch inzwischen die Rebellen unter Bab el-Air den Flughafen und weite Teile der Stadt besetzt halten, während der Emir sich irgendwo in der Wüste versteckt hält. So verwundert es nicht, dass dieser Band sich dazu eignet, ihn als eine Art Double Feature mit Im Reiche des schwarzen Goldes zu lesen, sodass man ein großes abendfüllendes Wüstenabenteuer hat. Beide Geschichten haben starke Überlappungen, da sie vor dem Hintergrund eines fortlaufenden Bürgerkriegs in Arabien stattfinden. Eines fiktiven Bürgerkriegs. Hergés Fähigkeit, die zugeknöpfte Dekadenz der Saudis festzuhalten, ist ziemlich erstaunlich. So hält sich Emir Ben Kalisch Esab natürlich die Leopardin Aisha als Haustier, wie auch anders. Das mag heute ein abgedroschener Topos sein, wenn in TV-Serien und Filmen reiche Saudis so porträtiert werden, dass sie ein Gepard als Haustier haben. Doch 1957 war das eine äußerst originelle und gewitzte Feststellung. Spannend ist auch die Verwendung einer echten Location als Vorlage, die antike Felsenstadt Petra in Südjordanien wird hier kurzerhand in das Königreich Kemet versetzt. Es besteht kein Zweifel daran, dass viele, viele Jahre später Steven Spielberg diese Szene für seinen dritten Indiana Jones Film kopiert hatte. In gewisser Weise stellt uns Hergé in dieser Geschichte eine neue, de facto wiederkehrende Person vor, wenn diese auch nur einmal in einem zukünftigen Band wiederkehren wird. Die Rede ist von dem litauischen Piloten Piotr Klapp, der im französischen Original aber Piotr Sud heißt. Dieser trägt eine Augenklappe, was nicht gerade ein zuverlässiger Wesenszug ist, um ein Flugzeugpilot zu sein. Piotr Klapp mag keine zu wichtige Gestalt des Tintin-Universums sein, doch wird ihm die seltene Ehre zuteil, für immer einen Platz auf dem epochalen Titelbild dieses Bandes zu haben, als einer der drei Schiffsbrüchigen zwischen Tintin und Haddock. Hierzu habe ich natürlich auch das richtige T-Shirt an, aber das nur am Rande. Piotr Klapp ist eigentlich einer der Schurken, er fliegt eines der Flugzeuge, das auf Tim und Haddock Jagd machen. Doch Tim gelingt es, das Flugzeug vom Himmel zu holen und den Piloten zu retten. Piotr Klapps Loyalität und Freundschaft ist ihnen fortan sicher. Das ist ein Motiv, das man auch bei Karl May häufig findet. Die Gegner sind im Einzelnen oft nur Verführte, aber nicht wirklich die Verführer. Und sie sind häufig unwissend über die Tragweite der Drecksarbeit, die sie für den wahren Schurken verrichten. So braucht es oft nur, ihnen die eigene Entschlossenheit zu offenbaren und ihre Gesinnung wandelt sich sogleich und sie werden zu den Guten. Für Hergé war dieser Band eine Chance, ein wenig die alte Kerbe von Tim im Kongo auszuwetzen. Der Vater von Tim und Struppi war durchaus stets einsichtig gewesen, dass er seine Darstellung der Afrikaner damals in seinen jungen Jahren paternalistisch, teilweise rassistisch und sichtlich eindimensional war. Nun will er es besser machen und hängt sich rein, wenn auch mit einer gewissen Naivität, die für Hergé an mancher Stelle so kennzeichnend ist. Die Sache geht auch ziemlich nach hinten los. Ich persönlich finde absolut nicht, dass die Darstellung der befreiten Sklaven in irgendeiner Weise rassistisch ist. Sie sind relativ drollig und karikaturistisch, wie fast alles, das Hergé zeichnete. So ließ Hergé die Afrikaner erstmal in einem starken Pidgin sprechen, also in reinen Infinitiven. Naja, das ist ja so ein Thema. Also, ich habe ja in meiner Zeit, als ich in den 90er Jahren in allen möglichen obskuren Jobs unterwegs war, immer wieder erlebt,
dass Deutsche zum Beispiel mit Türken in diesen nervigen Infinitiven reden. Das heißt also, sie gehen immer automatisch davon aus, dass die andere Person sehr gebrochen Deutsch spricht. Und dann wird man entsprechend so angeredet. Ja, du machen das. Na, du nehmen hier die Säge und rübergehen, du gehen rüber. Also das ist ziemlich furchtbar und mich hat das ja immer sehr, sehr angekotzt. Aber auf der anderen Seite, die Realität natürlich ist, dass ich auch erlebt habe, dass Leute, die einfach seit 25 Jahren in Deutschland gelebt haben, irgendwie einen Wortschatz von 40 Wörtern in der Zeit akkumuliert haben. Und das hat dann auch nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit einer reinen Unlust, sich damit zu beschäftigen. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir hier in Deutschland auch so einen Begriff wie Kanaksprach haben. Also das ist auch Teil einer kulturhistorischen Realität hier. Und deswegen, man soll ja auch mal ein bisschen so die Dampfmaschine mal runterfahren und nicht immer alles so gleich als Rassismus deuten. Durch das Aufgreifen dieses gebrochenen Französisch hat sich Hergé natürlich so gleich in die Nesseln gesetzt. Spätestens hier musste ihm langsam dämmern, dass man mit der Öffentlichkeit bei manchen Themen einfach nicht gewinnen kann. Schwer zu sagen, was er wohl von dieser unserer Zeit hier hielte, wäre er noch am Leben. Heute darf man fast gar nichts mehr, das irgendwie irgendwelche Identitäten berührt. Alles ist so gleich rassistisch, frauenfeindlich. Ein humoristisches Aufarbeiten aller Dinge erscheint da manchmal geradezu unmöglich. Dies ist also eine Kritik, die Hergé letztendlich nicht angenommen hatte und stets von sich wies. Er war da regelrecht gekränkt und hielt das für Kleinkariertheit. Ich kann ihm da nur zustimmen. Insbesondere als die Wochenzeitung Jeune Afrique, Junges Afrika, 4 Jahre später in 1962 einen ganzen Aufsatz zum Thema Kohle an Bord publizierte und Hergé darin verriss. Michael Farr schrieb, dass Hergé von diesen Vorwürfen geradezu verletzt war. Er konnte nicht begreifen, wie man das Radebrechen des Schwarzen als Rassismus interpretieren konnte. Aber er wollte es auch nicht unbeantwortet lassen und nahm in einer kleineren Korrekturarbeit zu diesem Band in 1967 entsprechende Veränderungen vor und entschärfte das Radebrechen und die Infinitive deutlich. Ich halte die ganze Kritik an Kohle an Bord für nichtig und unangebracht. Sie ist sogar so belanglos, dass sie dem ansonsten sehr strengen Pierre Azulin kaum eine Erwähnung wert ist. Etwas Satire muss man auch mal aushalten, das ist nicht immer alles Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Und ist dann doch die Grenze des guten Geschmacks eindeutig überschritten, ist es für alle sichtbar und dann können wir darüber reden. Aber bei jeder Nichtigkeit sofort die Keule zu ziehen, ist gerade heute extrem überspannt und neurotisch. Aber wie man sieht, war es schon am Ende der 50er Jahre ein Thema. Nachdem der Fall Beanline eine ganze Reihe authentischer Automodelle in rasenden Situationen zeigte, setzt dieser Band diese Methode fort und erweitert sie auf Schiffe und Flugzeuge. Bei den Flugzeugen war es natürlich Roger Leloup mit seiner Expertise, bei den Schiffen Bob Damore. Auf der Seite 33 und 34 werden Tim und Haddock von de Havilland DH-98 Mosquito angegriffen. Und natürlich gibt es da den spektakulären, dramatischen Flugzeugabsturz einer Passagiermaschine in der arabischen Wüste mit Tim, Struppi und Haddock an Bord natürlich. Und natürlich gibt es großartige Schiffe in dieser Geschichte. Allen voran der Sklavenfrachter Ramona, aber auch traditionelle arabische Sambuks, wo sich Hergé und Bob Damore mit detaillierten Blaupausen auseinandergesetzt haben. Die Handlung ist durchaus sehr reisewütig, wie es sich für ein Tintin-Abenteuer eigentlich gehört. Im Hergé-Archiv ist sogar eine kleine Skizze erhalten, mehr eine Kritzelei, die Hergé angefertigt hatte, um bei der Handlung in der Wüste und auf dem Meer etwas Orientierung zu haben. Yves Oro in seiner kleinen Monographie The Adventures of Tintin at Sea rekonstruiert grafisch sogar die ganzen Schiffsbewegungen auf dem Roten Meer in einer kleinen Karte. Der Nerd in mir kann euch diese natürlich nicht vorenthalten. Wie so oft stand Hergés Fotoarchiv bei den Schiffenmodell wie bei der Luxusjacht Scheherazade. Hier ist ebenfalls das Originalfoto in Hergés Archiv erhalten. In dieser Geschichte taucht auch ein richtiges amerikanisches Kriegsschiff auf, das hier die Protagonisten vor Rastapopoulos und seinem U-Boot rettet. Das war eben noch ein ganz anderer Spirit damals, als die amerikanische Armee für Rettung und Schutz auf den Weltmeeren stand. Lange ist es her. Wie bereits in anderen Episoden geschildert, erscheint Professor Beanline in Hergés Werk in 3 Phasen.
Mit der Schatz Rackhams des Roten lernen wir Beanline als einen extrem ambitionierten, aber gänzlich chaotischen und mehr als nur schrulligen Erfinder kennen, der auch mal gerne pendelt. Eine Darstellung, die 3 respektive 4 Bände hält, zählt man im Lande des schwarzen Goldes dazu, wo Beanline de facto keinen Auftritt hat. Ab Reiseziel Mond begegnen wir allerdings einem Beanline, der ein Top-Wissenschaftler ist und ein leitender Forscher des Mondfahrtprogramms in Sildavien. Auch das hält 3 Bände durch. Doch ab hier in Kolan Bord erscheint Beanline in seiner 3. und letzten Phase als ein schrulliger und wenig ambitionierter Wissenschaftler in Rente, der alberne Dinge wie motorisierte Rollschuhe entwickelt und lieber Rosen züchtet. Überraschenderweise hat dieser Übergang eine unterschwellige Logik. In der Fall Beanline erlebt der Professor, dass seine Erfindung beinahe zu einer Massenvernichtungswaffe missbraucht wurde. Es ist keine abstruse Reaktion, sich nun aus dem öffentlichen Geschehen zurückzuziehen und lieber seinen kleinen Macken und Hobbys nachzugehen. Aber natürlich kann man auch Überlegungen darüber anstellen, ob diese 3 Phasen nicht zugleich auch Hergés sich wandelnden Blick auf Technologie und Naturwissenschaft und ihren Gebrauch für das Allgemeinwohl reflektieren. Wie so oft bietet auch dieser Band allerlei Bezüge zu realen Vorbildern. Da sich ein Teil der Handlung auf einem Rettungsfloß auf offener See abspielt, konsultierte Hergé hierzu Dr. Alain Bombard, der damals einige aufsehenerregende Fernreisen in sehr kleinen Booten unternommen hatte. In der deutschen Übersetzung ist es vollständig verloren gegangen, aber auf der Seite 36 verewigte Hergé Dr. Bombard, indem sich Tintin in einem Satz auf ihn bezieht. Hergé und Dr. Bombard trafen sich im April 1957 bei einem Konferenzdinner und verbrachten den halben Abend in einem Gespräch vertieft. Übrigens, auf dem Floß findet eine der seltsamsten Szenen statt, die ich jemals bei Tim und Struppi gesehen habe. Tim, Struppi, Haddock und Piotr Klapp treiben auf dem Roten Meer, ohne Wasser dabei zu haben. Da schlägt Tim vor, es mit dem Meereswasser zu probieren. Haddock lehnt das kurzerhand ab, begründet es damit, dass dies eine recht eklige Angelegenheit sei bei all dem Schiffsverkehr hier. Piotr versucht es und konstatiert, dass das vermutlich keine gute Idee ist. Doch Tintin, Tim, überwindet sich und trinkt fast genüsslich Meereswasser. Ich habe schon als Jugendlicher darüber gestaunt. Es macht deutlich, dass Hergé noch nie versucht hatte, Meereswasser zu trinken. Unsere Körper sind zu Recht darauf geeicht, die Aufnahme von hochprozentig salzigen Flüssigkeiten rigoros zu verweigern. Es überrascht nicht, dass in Casino Royale James Bond den Inhalt eines Salzstreuers dazu benutzt, um ein Erbrechen zu provozieren. Unser Körper weiß, dass Salz auch schon in geringer Menge toxisch ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man jemanden finden würde, der einfach mal ein großes Glas Meereswasser in sich reinkippen kann, ohne es wieder hochzuwürgen. Bereits 100 oder 200 Gramm Salz können unter Umständen tödlich sein. Natürlich ist Salz ein essentieller Bestandteil unserer Körperchemie, aber eben in sehr exakt dosierter Menge. Doch das nur am Rande. Im Finale der Geschichte karikiert Hergé einen Froschmann, der versucht, eine Kontaktmine an der Schiffshülle der Ramona anzubringen. Hierbei orientiert er sich Hergé tatsächlich an einer echten Person, dem Marineoffizier Lionel Crabb, der bei einem ähnlichen Manöver ums Leben kam. Hergé stand sogar dessen Fotografie zur Verfügung. Auch zeichnet Hergé diesmal einen echten Scotch in die Geschichte rein, nämlich Hakes. Das ist insofern interessant, als dass er damals vor dem Krieg in die Schwarze Insel noch einen Transportwaggon mit der Aufschrift Johnny Walker gezeichnet hatte, diese Zeichnung aber in der Neugestaltung der Geschichte lieber in den fiktiven Whisky Loch Lomond geändert hatte. Loch Lomond war dann auch durch die Bände hindurch ein Running Gag als Haddocks Lieblings-Whisky-Marke. Hier jedoch entschied man sich für ein echtes Produkt, das man damals in Belgien durchaus kaufen konnte. Obwohl Kohle an Bord in erster Linie ein Wüstenabenteuer ist, doch vor allem ein maritimes Abenteuer auf hoher See, findet ein gänzlich anderes Thema die meisten Querverweise in diesem Band. Und das hat etwas mit Hergés persönlichen Interessen zu tun und seinem neuartigen Lifestyle, den er sich zunehmend für sich entdeckt hat. Die Rede ist von Kunst. Hergé hat schon vor dem Krieg gerne mal bekannte Gemälde in die Innenausstattung seiner Schauplätze eingebaut. Auch hier findet man einige versteckte Ostereier dieser Art. So findet man ein neues Gemälde an der Wand im Schloss Mühlenhof, und zwar Le Canal du Loing von Alfred Sisley aus dem Jahr 1892.
Hier wird also auch das neue Lebensgefühl von Kapitän Haddock unterstrichen, der sich zunehmend wie ein Gutsherr gebärdet und der vom Schatz des Rackhams des Roten gut leben kann und auch Kunst kauft. Denn in älteren Bänden legte Haddock noch Wert darauf, eine typische naive maritime Dekoration zu pflegen. Aufgehängte Fischnetze, Ruderräder und Seesterne waren mehr sein Thema. Doch der gute Kapitän scheint sich in all seiner Freizeit zu kultivieren. Doch in Wirklichkeit ist es Hergé, der zunehmend einer Passion für Gemälde, insbesondere moderne Maler, frönt. Interessant ist vielleicht noch, dass Hergé sich dabei von einem Fachmann beraten ließ, ein Kunstsammler namens Marcel Stahl, der ein Armeemajor im Ruhestand war und aus dem engsten Freundeskreis von Hergés Bruder Paul Rémy stammte. An Bord der Scheherazade, der Luxusjacht von Rastapopoulos, hängt sogar ein Picasso und ein Miró. Doch auch in den Korridoren von Hotel Excelsior können wir mehrere nicht näher identifizierbare Gemälde mit offensichtlich moderner Kunst entdecken. Hergé nahm sich auch vor, sein Büro und Arbeitszimmer nach dem erneuten Umzug des Studios neu zu designen und heuerte dazu die Firma Knoll International. Natürlich konnte der Zeichner es sich nicht nehmen lassen, die ersten Skizzen zu der neuen Raumgestaltung selbst anzufertigen. Wer kann, der kann. In der Skizze kann man sogar die Büste von Tintin sehen, die der Bildhauer und Freund Hergés, Nat Nogent, nur ein Jahr zuvor angefertigt hatte. Links in der Skizze sieht man sogar den Glaskasten mit dem Modell der Sirius, erstellt von Vanoyant und entsprechend abgezeichnet in der geheimnisvolle Stern. Übrigens, das skizzierte Gemälde an der Wand rechts ist eigentlich eine Reproduktion des berühmten Dutch Interior von Jean Miró, das bei Hergé im Büro hing, wie man an diesem Foto erkennen kann. Doch jener Kunststil, der genau in diesen Jahren entstanden war und sozusagen heiß angesagt war, war Pop Art. Hergé konnte sich für Pop Art gerade bei Roy Lichtenstein begeistern, sah er doch stark die Anknüpfungspunkte zur Comicskunst. Ironischerweise zeichnete Hergé 1957 mehrere Bände von Tim und Struppi Malbüchern für Kinder, etwas, das ihm richtig Spaß machte, denn er empfand, dass in ihrer vereinfachten Komposition die einzelnen Motive mehr an Pop Art erinnerten. Bei der Begegnung zwischen Castafiore und Haddock an Bord der Scheherazade leistet sich Hergé einen tollen, humorigen Augenwink. Die Sängerin neigt ihr dazu, den Namen des Kapitäns falsch auszusprechen. Hier nennt sie ihn zuerst der Fischer Bardock, dann Karpok und schließlich Harrock, woraufhin Haddock ergänzt: Harrock'n'Roll, Signore, Harrock'n'Roll. Hier hat es Haddock faustdick hinter den Ohren, doch vor allem ist hier Hergé recht progressiv, denn 1956 war Rock'n'Roll ein brandneuer Ausdruck, nur den jungen Leuten geläufig. Dies war also auch ein deutlicher Wink Hergés, dass Tim und Struppi und Haddock nicht einfach nur altbackene Gestalten einer alten Ära sind, sondern stets am Puls der Zeit bleiben sollen. Hinzu kommt das interessante Detail, dass Hergé, obwohl eine gänzlich andere Generation, äußerst neugierig auf die neuartige Rockmusik war und durchaus zum Fan werden sollte. Im Finale der Geschichte kehren Haddock und Tim ins Schloss Mühlenhof zurück. Prinz Abdallah und seine Entourage sind inzwischen wieder abgereist, doch wir stoßen hier auf einen Nestor, der inzwischen mehrere Kilo verloren hat und aussieht, als hätte er ein Kriegslager überlebt. Es bleibt nur unserer Fantasie überlassen, sich auszumalen, was der verwöhnte Rabauke in all der Zeit alles angestellt hatte. Bei Cock on Stock drei Lieblingspaneele zu wählen, ist etwas schwer, denn dieser Band hat es visuell in sich und zeigt eine großartige Einstellung nach der anderen. Ich versuche es dennoch. Erstens. Tintin und Haddock verlassen das Kino und schreiten plaudernd die Avenue de la Toison d'Or entlang. Das hier ist allerdings eines meiner Lieblingsbilder aus allen Tintin-Bänden. Müsste ich mir nur 5 Paneele aus allen Geschichten aussuchen, wäre dieses hier sicherlich dabei. Mein zweites Lieblingspanel ist nur wenige Seiten weiter, während Tim und Haddock das Hotel Excelsior betreten, auf der Suche nach General Alcazar. Sie blicken durch eine verglaste Wand in das Hotelrestaurant. Großartige Atmosphäre und extrem gekonnte Comicskunst. Im Hintergrund an der Wand erneut irgendein kubistisches, nicht identifiziertes Werk. Und das dritte Bild ist an Bord der Ramona. Haddock und Tim müssen im Alleingang einen ganzen Frachter steuern. Doch für einen alten Seebären wie Haddock ist das eine machbare Aufgabe. Hier kehrt ein Augenblick der Ruhe und Planung ein, gebeugt über Seekarten mit einer Tasse Kaffee zur Hand. Ich weiß nicht warum, aber diese Zeichnung hat mir schon immer gefallen.
Natürlich würde auch das Titelbild hier eindeutig verdienen, entsprechend erwähnt zu werden. Das ist natürlich ultimativer Kultfaktor. Zum Abschluss die gewohnte Bewertung. Ich gebe hier 4,5 Sterne. Ich habe den Band jetzt nach vielen Jahren wieder gelesen und musste feststellen, wie unterhaltsam und gewitzt er teilweise ist. Natürlich fällt auf, dass die Handlung stellenweise eher der formalen Entscheidung untergeordnet ist, möglichst viele alte Personen in Erscheinung treten zu lassen. Doch das bedeutet nicht, dass die Story deshalb allzu wirr wäre. Kohle an Bord besticht mit seiner professionellen Umsetzung. Die geballte Kraft von vier großen Künstlern, Hergé, Bob Desmoy, Jacques Martin und Roger Leloup, erlebt hier erneut eine gewaltige Synergie. Natürlich könnte man kritisch anmerken, dass dies der erste Tintin-Band ist, der irgendwie nicht wirklich etwas gänzlich Neues ins Spiel bringt. Die gesamte Geschichte wirkt ein wenig rückwärtsgewandt, eben wie eine Rückschau auf verschiedene Aspekte des über Jahrzehnte erbauten Tintin-Universums. Doch das ist Klagen auf hohem Niveau. Kohle an Bord macht Spaß, weil hier die dichte Atmosphäre von Der Fall Bienlein und die orientalische Reisewut von Im Reich des schwarzen Goldes zu einer neuen, tollen Story geschmiedet werden. Kohle an Bord ist erneut ein Wüstenabenteuer, doch im selben Umfang ist es ein großes maritimes Seeabenteuer, das sich mehr in die Kategorie von Der geheimnisvolle Stern und Der Schatz Rackhams des Roten einreiht. Es ist also durchaus ein sehr empfehlenswertes Abenteuer, bei dem es sich lohnt, auf die zahlreichen Details zu achten, von denen ich einige, aber nicht alle in diesem Video festgehalten habe. Hergé spannt zu dieser Zeit bereits eine neue Geschichte und sollte damit der Tim und Struppi-Reihe einen neuen, einzigartigen Höhepunkt bescheren. Die innere Zerrissenheit seiner privaten Lebenssituation zwischen zwei Frauen, doch auch die wachsende Faszination für östliche Kulturkreise sollten hier zu einer künstlerischen Reise nach innen werden. Und es gibt auch ein unerwartetes Wiedersehen. Diesmal überraschte Hergé alle und erschuf zugleich einen neuen Meilenstein, der von einer kleinen Nation auf der anderen Seite des Planeten für ganze Jahrzehnte zu den meistgelesenen Comics werden sollte. Doch darüber mehr beim nächsten Mal, wenn ich mich mit Tintins 20. Abenteuer befasse, besser bekannt als Tim in Tibet. Vergesst nicht zu abonnieren, falls noch nicht getan. Und bis zum nächsten Mal.